Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich einen Schminki für dich und zwar geht es um Limited Editions, also ein Full Face LEs. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Sonne kommt gerade so schön raus und ich hoffe, dass es klar geht. Im Prinzip ist es ja nur wichtig, dass ihr mein Gesicht seht und ich glaube, dass es relativ gut erleuchtet. Ansonsten trage ich nämlich das schwarze Kleid von Haute Couture von der lieben Tara. Ich verwende nur Pinsel von BH Cosmetics und starte jetzt einfach mal. Ich habe hier natürlich ganz viele Limited Editions, die es so nicht mehr wirklich geben wird, weil es sind LEs, Leute. Was es davon noch gibt, verlinke ich dir unten in der Infobox. Schau gerne einfach vorbei und ja. Wir starten mit Rival Loves Me So Cozy. Das ist ein Cold Cream Primer. Das war eine Limited Edition, die jetzt quasi diesen Winter rausgekommen ist. Den habe ich noch nicht so exzessiv verwendet, aber ich finde den sehr, sehr schön. Natürlich habe ich eben auch meine reguläre Gesichtspflege aufgetragen. Der kommt auch wirklich raus wie eine, ja, ganz normale Gesichtscreme. Hat fast keinen Eigenduft. Und im Prinzip soll der die Haut auch so ein bisschen davor schützen, ja, wenn es draußen halt kalt ist, ne? Also ich glaube, ich habe den gekauft, als draußen richtig hoch Schnee lag. Also da hat es auch sehr gut gepasst. Der Primer ist sehr dick und das ist ja auch das, was so eine reguläre Cold Cream ausmacht. Also dass sie die Haut ja auch richtig pflegt und schützt vor den äußeren Umwelteinflüssen. Ich finde den aber so toll, dass ich den auch als reguläre Gesichtscreme nehmen könnte. Weil ich halt die super trockene Haut wie die Wüste Gobi selbst habe, wenn ich mich nicht eincreme. Das ist echt ein Graus. Ich mache mal eben kurz den Haarreif drauf. Besser ist das. Ja, ne? Aber man sieht, er gibt wirklich einen schönen Glanz und er gibt Pflege und so. Und das finde ich toll. Als nächstes habe ich hier eine Foundation von Kiko. Unexpected Paradise war da die Limited Edition. Es gibt aber im Kiko Online Shop noch richtig viel von dieser LE Waterproof Fluid Foundation und die hat einen Lichtschutzfaktor von 30. Natürlich kannst du dir nicht so viel von dieser Foundation draufpacken, dass du den Lichtschutzfaktor von 30 erreichst. Ich habe auch schon einen Lichtschutzfaktor drauf, da habe ich von Dalton den 50 Plus, mega geiles Zeug, aber haben es besser als brauchen. Ich finde es ganz gut, wenn da ein bisschen Lichtschutzfaktor mit bei ist. Ich habe die Farbe 01 natürlich, weil, ne? Nicht nur Wüste Gobi, sondern auch farblich sehr vergleichbar, sehr hell. Und das kommt in so einer Tube mit so einem kleinen Rausdrückspender und auch das kommt relativ fest raus. Man sieht es jetzt hier. Ich habe jetzt hier so einen Foundation Buffer von BH Cosmetics. Das ist aus dieser Reihe gewesen. Da war auch diese Lidschattenpalette mit bei. BH Cosmetics Pinsel finde ich persönlich richtig gut. Also damit komme ich einfach super klar. Tolles Preis-Leistungs-Verhältnis. Kann ich euch echt ans Herz legen. Und ich glaube, riecht das ein bisschen nach Vanille und Sonnencreme? Ein bisschen, ne? Angenehm. Die Deckkraft von der Foundation ist wirklich sehr, sehr leicht. Also da sieht man keinen großen Unterschied von den beiden Seiten. Wobei ich finde, hier sieht man noch ein bisschen die Rötung durch und hier so ungefähr nicht mehr wirklich. Ne? Also man sieht natürlich noch die Haut, was ich persönlich aber gut finde, weil ich bin ja kein Fan von diesen absolut Full Coverage Foundations. Ich habe eben ein Video zugeschickt bekommen per WhatsApp und ich musste so lachen. Also in unsere reguläre Mädelsgruppe wurde das reingeschrieben. Ne? Da hat jemand ein Video gemacht, wie man dieses Jahr seinen Sommerurlaub oder seinen generellen Urlaub verbringen könnte. Ich habe mich weggeschmissen. Bei Kanarien fand ich witzig. Schrankreich war mein Highlight. Fand ich so witzig. Ich hab so gelacht. Was war denn noch dabei? Irgendwas mit Klo. Keine Ahnung. Es war einfach witzig. Es war einfach witzig. Safe ist die Foundation etwas für sehr, sehr leichte Deckkraft. Also man sieht ungefähr nicht wirklich, dass ich Foundation trage. Das finde ich übrigens sehr gut. Und sie lässt sich auch schön mit dem Pinsel verteilen. Ich habe jetzt keine Pinselstriche im Gesicht oder so. Und das mag ich ehrlich gesagt ganz gerne, weil da muss ich nachher kein Schwämmchen auswaschen, sondern habe dann einfach einen Pinsel, den ich abwaschen muss. Und das ist gut so. Ja, und habe halt einfach nur ein bisschen ein perfektioniertes Gesicht.
Als nächstes habe ich einen Concealer. Ich glaube, dass das eine Limited Edition war. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Und zwar von Essence aus der High Beauty Reihe. Ich glaube, das war erst eine Limited Edition, diese High Beauty Geschichte. Und ist dann später auch ein bisschen Standardsortiment geworden. Das ist der Under Eye Brightening Concealer. Auch der hat nicht wirklich eine hohe Deckkraft. Also das ist eher mit einer sehr, sehr leichten Deckkraft. Man kann den auch super im Alltag verwenden, wenn man nicht so, ne, einen sichtbaren Concealer haben möchte. Man kann den auch super unter einem anderen Concealer verwenden, wie halt zum Beispiel auch von Becker den Under Eye Brightening Corrector. Und ich glaube, dass das hier auch so ein bisschen ein Dupe dazu sein sollte. Der sieht auf der Haut jetzt auch etwas rosa aus. Und ich glaube, ich muss jetzt wirklich mal die Jalousien runter machen, sonst seht ihr nicht mehr so viel. Schade, schade, aber so seht ihr mir, ne? Ja, ich arbeite den jetzt einfach ein mit so einem Pinsel, was aus so einem Pinsel-Set von BH Cosmetics kommt. Ja, das war schlau, Claudinchen. Auch hier sieht man nicht wirklich einen super krassen Effekt, aber das ist halt ein Concealer, der einem nicht so wirklich in die Fältchen rutscht. Und es ist halt eine ganz leichte Kiste und wie gesagt, super auch für den Alltag. Den kann man auch mit den Fingern eintupfen, da brauchst du eigentlich keinen Pinsel für, aber habe ich jetzt einfach mal Bock drauf, das mit Pinsel zu machen. Und dadurch, dass er halt eher so diesen pflegenden Aspekt mit dabei hat, setzt er sich auch auf keine trockenen Stellen oder so drauf. Also ich finde den total klasse. Jo. Jetzt verwende ich einen Lidschattenprimer. Ich weiß nicht, ob es den noch gibt. Das ist von Essence You Better Work Gym Proof and Waterproof Eye Primer. Den habe ich, glaube ich, schon, boah, anderthalb, zwei Jahre so den Dreh, ne? Altes Schätzelein. Aber ich finde den toll. Den gebe ich mir einfach ein bisschen auf meine Augenlider. Der hat auch Potenzial, ein Dupe zu dem Urban Decay, zu der Primer Potion zu sein. Der deckt auch leicht die Äderchen ab, also hat eine ganz, ganz leichte Deckkraft mit dabei. Der ist halt wirklich so, dass er Gym-Proof and Waterproof, was draufsteht, ist. Ne? Das heißt, wenn ich schwitze öfters mal an meinen Augenlidern oder ich öle da vor mich hin, dann ist so ein Produkt einfach auch eine sehr, sehr praktische Kiste, weil er verhindert, dass der Lidschatten irgendwo hinläuft und so. Als nächstes habe ich hier ein Produkt, das habe ich mir zu Valentinstag quasi selber gekauft. Und zwar von Natasha Denona, diese Limited Edition zum Valentinstag halt. Und da fange ich jetzt an mit dem Love and Cheek Duo Cream Blush and Highlighter. Und wir sind ja noch bei den cremigen Texturen, deswegen, ne, darf das natürlich verwendet werden. Und bei diesem Packaging konnte ich auch nicht Nein sagen. Es war recht hochpreisig. Ich weiß nicht, ob ich das bei Sephora gekauft habe oder bei Beautylish. Und der Highlighter sieht auch so hammerschön aus, ne? Wahnsinn, genau. Also schöner Spiegel mit dabei. Dann haben wir hier den Cream Blush und den trage ich mir auf mit einem Stippling Brush. Da habe ich hier einen aus der Mrs. Bella Pinsel Kollektion und gehe da einfach mal so rein, lade meinen Pinsel auf. Habe das Fändchen zerstört und trage mir den hier so auf. Das ist nicht schlimm, wenn das ein bisschen intensiver ist, weil wenn ich nachher ja auch weitere Produkte drüber gebe, dann wird der meistens auch ein bisschen abgeschwächt. Ich werde mir nachher auch noch ein Puderprodukt drüber geben, weil ich hier ein Stehen habe. Ich wollte mal gucken, wie der Blush so an sich aussieht. Ich trage den auch gerne großflächig auf. Schön. Also so ein Stippling Brush kann ich für solche cremigen Texturen auf jeden Fall empfehlen. Man kann natürlich auch vorher, bevor man, ne, mit dem Pinsel direkt aufs Gesicht geht, das am Handrücken einarbeiten oder sonst irgendwas, weil gerade dieses Produkt hier ist schon sehr stark pigmentiert, was ich jetzt aber nicht schlimm finde, weil wenn es halt ein Cream Blush ist, dann gibst du nachher noch weitere Produkte drüber und dann verschwindet sowas gerne mal. Und das finde ich dann immer so schade, ne? Hat so keinen Duft. Und so schaut es dann aus. Sieht schön aus. Schön frisch. Ah ja, lege ich mir zur Seite. Highlighter wird gleich auch nochmal seine Anwendung finden. Jetzt verwende ich aus der Sungasm-Reihe von Catrice das Summer Glow Make-Up Setting Mist. Das ist dieses hier. Das ist aus der Limited Edition Sungasm. Die ist ganz schön lange her schon, ne? Oh, das ist aber stark parfümiert, Leute. So können sich auf jeden Fall die cremigen Texturen schon mal so ein bisschen miteinander verbinden. Und mit meiner trockenen Haut ist es, also ich habe das so die letzten Monate recht häufig gemacht, dass ich halt, nachdem ich die cremigen Texturen aufgetragen habe, einfach mit einem Fixing Spray oder Setting Spray drüber gehe. Ich habe gemerkt, dass es mir sehr gut tut und dass mein Make-up dadurch auch wirklich haltbarer wird.
Jetzt verwende ich ein Setting Powder. Da habe ich von Kiko aus der Lost in Amalfi Reihe das Finishing Powder. Die haben bei den LEs immer so schöne Verpackungen, Leute, ne? Und die Produkte aus den LEs mag ich wirklich gerne. Dann nehme ich hier aus meinem eigentlich liebsten BH Cosmetics Pinselset. Das ist aber tatsächlich sehr limitiert gewesen. Das ist das Pinselset, was die zu Weihnachten hatten. Einfach den großen Fluffel, die Nummer 1. Und sette damit mein Gesicht. Das ist sehr leicht gepresst. Das heißt, man muss da nicht groß drin rumrühren. Also ich dippe da immer nur so ein bisschen rein, habe dann was auf dem Pinsel. Und das tupfe ich dann so ganz leicht über mein Gesicht. Durch die sehr, sehr pflegende Foundation und den sehr pflegenden Concealer hat man trotzdem noch diesen sehr schönen Glow im Gesicht. Und das mag ich gerne. Und diesen Weichzeichner-Effekt von dem Puder, Leute, den liebe ich. Alles einfach perfektioniert aussieht. Ganz tolles Puder, kann ich empfehlen. Aber das gibt es halt immer mal wieder auch in anderen LEs. Jetzt verwende ich ein Produkt, wo ich ein bisschen Angst vor habe. Aber wir möchten einfach mal gucken, ob das Produkt wirkt. Und das können wir halt nur im Laufe der Zeit. Und zwar habe ich von Too Faced die Lip Injection Extreme Instant and Long Term Lip Plumper. Das ist aus dieser Cinnamon Bear, also aus der Zimtbärchen-Reihe quasi. Also aus der Weihnachts-LE. Ich weiß gar nicht, ob ich mir den wirklich gekauft habe oder ob es das für Umme mit dabei gab. Ich finde es auf jeden Fall sehr interessant und beängstigend. Hat einfach ein längliches, langweiliges Füßchen. Riecht wirklich nach Zimt. Ich habe mir den jetzt draufgegeben und jetzt so im ersten Moment passiert noch nichts. Ich bin gespannt, ob da noch was kommt. Aber eigentlich bin ich, was Lippenplumper angeht, mag ich die ganz gerne. Wenn die halt so minzig sind, mag ich das ganz gerne. Was Schärfe angeht, habe ich, glaube ich, noch keine ausprobiert. Ich weiß gar nicht, mit was das sein soll. Kann sein, dass es mit Schärfe ist. Aber wir warten einfach mal. So sieht es quasi jetzt vorher aus. Okay, jetzt kommen wir zu den Face Base Produkten. Da habe ich aus der Bronzed This Way Limited Edition von Essence diesen Matt Bronzer in der Farbe 01 Catching the Sun. Den finde ich schön. Also der ist toll. Hat so ein Leo-Muster mit drin und da nehme ich jetzt den großen Pinsel, den ich eben fürs Abpudern genommen habe und wärme einfach mal damit mein Gesicht so ein bisschen auf. Ich würde mal behaupten, dass jetzt langsam meine Lippen diese Schärfe merken. Bronzer ist von der Farbe her eher rötlich, also nicht kühlaschig. Aber das ist ja auch das, was die LE aussagt, ne? Bronze this way und nicht contour me up oder sowas. Er gibt mir auf jeden Fall ein sonnengeküsstes Finish und passt für mich auch sehr schön zum Sommer. Ist relativ leicht, also ne, den sieht man nicht so exzessiv. Was ich halt, ne, das sieht man jetzt auch, der Blush, der halt vorher drunter war, der geht dadurch echt verloren, ne? Das ist ein bisschen schade. Und ich bin halt kein Fan davon, Blush über den, also Cream Blush über pudrigen Texturen aufzugeben. So sieht es aber dann aus und ich mag das. Sieht okay aus, ne? Ja. Als Blush habe ich von Art Deco ein Produkt und zwar ist das der Blossom Duo Blush. Und ich glaube, dass es eine Limited Edition war. Ich bin mir da aber nicht sicher, denn ich weiß, dass es den auch noch zu kaufen gibt. Der hat zwei Farben, aber ich werde beide davon verwenden. Und der riecht halt auch ganz angenehm nach Blumen, Rosen. Ganz, ganz angenehm. Und dann nehme ich hier so einen aus meinem, ich glaube, ersten BH Cosmetics Pinselset. Ist das ein Pinsel, ein Blushpinsel, die Nummer 1. Und gehe dann in beide Blushfarben so rein, indem ich quasi immer wieder abwechselnd in die so reinstempel. Habe dann ordentlich was auf dem Pinsel, klopfe das in die Härchen ein. Und dann trage ich mir den Blush hier einfach mal so auf. Der hat auch einen Schimmer mit dabei, das finde ich schön. Ist aber sehr subtil, deswegen mache ich das jetzt mal intensiver. Und wenn ich da wirklich drin rumgerührt habe, ja, kannst du auch intensiv machen, Claudinchen, ne? Der ist ein bisschen zu intensiv, da müssen wir einmal drüber fluffeln. So verschmilzt der ein bisschen mehr mit der Haut, ne? Aber er macht auf jeden Fall einen schönen, frischen Effekt. Das sieht gerade echt hardcore aus, vor allem, weil ich jetzt ja auch diesen Lipgloss drauf habe, der übrigens gar nicht so plumpt. Also man merkt das nicht wirklich. Es ist so ein leicht erwärmtes Gefühl auf den Lippen, aber da tut sich jetzt nicht das Allermeiste. Naja, aber ja. Es wird hier nachher noch etwas röter.
finde, dass ich jetzt halt wirklich sehr aussehe, als hätte ich ziemlich lange in der Sonne gelegen, dadurch, dass ich den auch so ein bisschen über die Nase gegeben habe, weil man meine Sommersprossen noch durchsieht, man sieht meine Muttermale durch, also ich sehe halt wirklich natürlich aus, ne? Obwohl ich halt schon recht viele Produkte auf dem Gesicht trage und alles ein bisschen perfektionierter wurde, aber es sieht noch natürlich aus und das mag ich. Dann kümmern wir uns jetzt mal um die Highlighter. Zum einen habe ich ja hier bei dem Natasha Denona Produkt einen Highlighter mit drin, der halt so ins Rosierstichige ist. Dann nehme ich mir jetzt hier auch den Pinsel, den ich eben genommen habe, um unter meinen Augen zu setten. Gehe da einmal ordentlich durch. Guck mal, was dabei rumkommt. Der ist eher subtil und eher glitzerig. Okay, ja, wirklich eher glitzerig. Schade. Also da kannst du dir einen Hauch von Glow aufzeichnen. Ne? Das ist jetzt nicht so kabuff, kabam, taralalam. Ist okay. Aber haut mich leider nicht so um. Dann habe ich mir aus der Clinique Happy New Year Limited Edition den Highlighter bestellt. Und ich dachte, bei dem Preis, Wunder, was da jetzt ankommt. Ne? Das kleine Moped kam an. Ich war ein bisschen enttäuscht. Das ist der Cheek Bob Highlighter und da sind ganze 3 Gramm drin. Ich meine, gut, es war abgebildet, dass da 3 Gramm drin sind. Gold Celebration Pop. Ne? Und da haben wir jetzt einfach das Symbol des chinesischen Neujahrs drin. Das ist ja der Stier, müsste das sein. Und der ist schon schön. Also, da kann man sich jetzt eigentlich nicht beschweren, weil wie lange brauche ich, um Highlighter aufzubrauchen? Ja. Trotzdem ist es klein. Naja. Trage ich hier mal auf. Auch der ist eher subtil. Ich gehe ordentlich. Zerstört den halt auch sehr schnell dann, ne? Ja gut, dann sieht man den. Jetzt kommt er. Der ist aber schön. Der ist leicht gülden. Hat aber keine groben Glitzerpigmente drin. Der sieht schön aus. Den mag ich gerne leiden. Ich kann ja mal swatchen, wie das aussehen würde. Ja, puh. Im Swatch kommen solche Sachen natürlich immer enorm raus. Ne? Da brauchen wir uns alle nichts vormachen. Aber ja, Realität und Swatches, gerade bei Highlightern, da liegen ja meistens Welten zwischen. Ne? Ne? Man sieht es, obviously. Aber es ist nicht schlimm, weil so intensiv möchte ich eigentlich auch nicht unbedingt einen Highlighter haben. Jetzt sind wir an der Stelle angelangt, wo wir erstmal hier Platz schaffen sollen. Jetzt sind wir an der Stelle angelangt, wo wir uns ein bisschen Augenbrauen zeichnen wollen. Da habe ich aus der Starry Sky Limited Edition von Rival de Lube dieses Brow Powder, wo ich eigentlich nicht so hundertprozentig mit zufrieden bin. Aber wenn man das paart mit anderen Produkten, dann funktioniert es. Dann bürste ich erstmal meine Augenbrauenhärchen so in Form. So ein Stofffüßchen hier unten dran. Und das versuche ich mir jetzt mal gleichmäßig und schön aufzutragen. Und auch an dieser Stelle nochmal ein Hoch auf das Grande Brow. Ich finde, dass meine Augenbrauen sich mega entwickelt haben. Genauso wie meine Wimpern. Das habe ich mit dem Grande Lash gemacht. 15% Rabatt bei Purish mit dem Code CLAUDISWELT15. Ne? Ich bin begeistert. Das sind ein bisschen teurere Produkte. Aber ich merke halt auch wirklich einen krassen Effekt. Vorher hat nie ein Augenbrauenprodukt bei mir funktioniert. Ich konnte da drauf machen, was ich wollte. Ich hatte auch andere Wimpernseren, wo drauf steht, dass die auch für die Augenbrauen geeignet sind. Das hat bei mir einfach nicht funktioniert. Und dieses hat halt wirklich gemacht, aber ich verwende beide Serien auch täglich, muss man auch dazu sagen, ne? Das hat wirklich gemacht, dass die Augenbrauenhärchen voller geworden sind, was wahrscheinlich viel daran liegt, dass sie länger geworden sind, ne? Weil diese Wimpern- und Augenbrauenseren halt bewirken, dass die Wachstumslänge der Haare verlängert wird, also quasi, dass sie nicht ausfallen. Weil normalerweise fallen deine Wimpern nach einer gewissen Zeit aus, genauso wie die Augenbrauen. Und ja, das merke ich halt voll, ne? Das ist Hammer. Ich genieße das aktuell sehr. So würde ich das tatsächlich auch von der Farbgebung lassen. Wenn ich da jetzt noch mehr drauf mache, dann wird es halt sehr unnatürlich und so gefällt mir das. Und dann habe ich hier ein Augenbrauengel von I Heart Revolution. Das ist das Tasty Avocado Brow Gel mit Avocado Öl. Und das ist super. Das ist echt super. Meine Herren, das ist nicht vergleichbar mit dem 24 Hours Brow Setter von Benefit. Aber da liegt ja auch preislich einiges dazwischen. Hat so ein kleines Spoolie-Bürstchen, was wirklich niedlich ist. So ein kleines Kegelchen, ne? Und damit kann ich die Augenbrauen in Form bürsten. Einfach jetzt so ein bisschen fluffiger reingemacht, ne? Mag ich. Das nächste Produkt ist natürlich von Natasha Denona diese Mini-Love-Palette aus der
Limited Edition. Hier hinten stehen auch die Farben drauf. You are my true love heißen die Farben. Das ist natürlich süß. Und ja, das möchte ich jetzt gerne mit euch schminken. Ich denke, alle Farben werden ihre Anwendung finden. Also los geht's. Gesettet habe ich meine Augenlider ja eben schon mit dem Puder. Das heißt, da muss ich jetzt nicht noch irgendwie groß was machen. Ich gehe jetzt noch einmal mit dem Pinsel, mit dem Blendepinsel hier drüber. Das ist auch aus einer... Ich weiß es nicht, es ist ein Blendepinsel. Dann habe ich hier so einen hellen Mauve-Ton. Und das ist der Ton R. Und der ist gut pigmentiert. Ups. Und den gebe ich mir einfach so ein bisschen in die Lidfalte. So ein bisschen ist gut, ne? Das ist heftig. Also ich darf das nicht vergessen. Ich habe in letzter Zeit sehr häufig die Essence Mini 5er Palette, 5-in-a-Box Paletten verwendet, die halt bei weitem nicht so krass pigmentiert waren wie jetzt Natasha Denona. Das darf ich jetzt mal kurz nicht vergessen. Ich bin schon sehr intensiv reingegangen. Heißt, ja, ich blende das mal ordentlich aus hier. Aber das ist halt das Gute bei Natasha Denona. Ne? Du hast ja Qualität. Es kostet natürlich auch seinen Preis. Aber das lässt sich halt so leicht verblenden. Ja, das hat auch schön funktioniert. Ist jetzt schon mal eine gute Basis. Da nehme ich mir aus dem Zodiac Crystal Pinselset so einen Mini-Blender, Precise Blender. Und You Are My... Mai ist es dann, glaube ich, dann. Ne? Nehme ich diesen dunklen Auberginenton. Das würde ich den nennen. Oh je, jetzt bin ich aber zu sehr reingegangen. Ganz, ganz vorsichtig. Und habe ein bisschen was am Pinsel. Und das setze ich mir nur hier so außen hin. Und habe damit so eine kleine Vertiefung nochmal mit dabei. Ich nehme mir auch ein ganz kleines bisschen was auf den Blendepinsel und gebe das an meinen unteren Wimpernkranz. Aber nur ganz, ganz dezent. Weil so ein lila Aubergine-Ton am unteren Wimpernkranz kann halt schnell nach Augenring und verheult aussehen. Da müssen wir echt aufpassen. Ich habe hier an der Seite so eine Ader, die macht mir sehr, sehr oft einen Strich durch die Rechnung, gerade wenn ich so lila Töne oder rötliche Töne verwende. Das ist dann immer ein bisschen frech. Naja. Okay, so. Jetzt haben wir die nächsten Töne und zwar sind das alles Schimmertöne, die sich super cremig anfühlen. Wahnsinnig toll. Wahnsinnig toll. Will ich alle verwenden. Ich nehme hier aus dem Pinselset von Marvin so einen ganz flachen, synthetischen Pinsel und gehe in den ersten Ton rein, der ja You heißen wird. Setze ich mir hier außen hin. Ja, da kriegt man definitiv mehr Schimmer aufs Auge drauf, ne? Das geht schon ziemlich ab. Ja, und das ist auch so ein schöner Duochrom, weil der sowohl rosa als auch leicht bräunlich schimmert. Das ist schon hübsch. Dann nehme ich mir jetzt den Ton Loved. Das ist dieser rosa Schimmerton. Den packe ich mir auf mein komplettes bewegliches Lid beziehungsweise auf das innere Drittel. Kann man das so sagen? Also nicht Richtung Inner Corner. Da kommt gleich noch der helle Ton mit rein. Den finde ich jetzt nicht ganz so schön, spektakulär, wie auch immer. Ist aber sehr samtig von der Textur her. Und dann nehme ich mir den allerhellsten Ton. Der heißt dann ja So. Das ist so ein schöner Champagnerton. Und der ist super pudrig. Der kommt hier auf das innere Drittel. Den blende ich auch ein bisschen mit. Einfach hier in den Rosaton mit rein. Ja, weil das sieht einfach schön aus. Vor allem so auf dem beweglichen Lid. Das gibt da nochmal den Kick. Und ich nehme jetzt aus dem Pinselset von Ellie in Kooperation mit BH Cosmetics die Nummer 9. Und den verwende ich, um meinen Innenwinkel zu highlighten. Da gehe ich auch in den ganz hellen Ton. Das funktioniert einfach richtig gut. Und die Reste vom Pinsel gebe ich dann einfach unter meinen Augenbrauenbogen. Ist schon hübsch. Also mir gefällt schon, was ich gerade so sehe. Auch wenn das jetzt keine super spektakuläre Lidschattenpalette ist, es ließ sich leicht mit den Tönen arbeiten und ich finde auch, dass ich einen schönen rosigen Look damit hinbekommen habe. Ja. Das Thema Eyeliner wird jetzt ein bisschen verrückter, denn da habe ich von Riva Loves Me aus der Pastel Breeze LE den Gel Eyeliner und den habe ich noch nie verwendet und das hat einen Grund. Ich bin nicht so der Pro in solchen Gel Eyelinern, aber wir probieren es einfach mal. Ich verwende jetzt einen Eyeliner-Pinsel von Essence, weil ich jetzt gerade
keinen gefunden habe in meiner BH Cosmetics Pinselgeschichte. Und dann versuche ich es mal. Nah am Wimpernkranz. Ja, das ist auf jeden Fall schön, finde ich. Jetzt noch einen Wing hinkriegen. Also das hat recht schnell, einfach und unproblematisch funktioniert. Das gefällt mir auf jeden Fall, ne? Ja, dann fixieren wir das Ganze nochmal mit dem Sungasm Fixing Spray. Und ich sehe halt wirklich, das macht einen krassen Glow auf dem Gesicht, ne? Also da, die ganzen Produkte sind sehr glowy heute. Muss man mögen, aber ich mag es eigentlich. Wimpern biegen. Als Mascara habe ich jetzt eine von Essence, die eigentlich auch im Standardsortiment ist, aber durch die Disney Princesses LE quasi in die LE genommen wurde. Finde ich ziemlich cool. Das ist die Aurora Volume Mascara Lash Princess, diese hier. Und ja, die hat ein sehr witziges Bürstchen. Da bin ich gespannt, wie die sich jetzt gleich machen wird. Ist undefinierbar von der Form her, wenn ich das mal so sagen darf. Also, ne? Ganz witzig. Riecht nach Mascara. Hast du jetzt Gott sei Dank nicht viel Duft mit dabei, denn mein Gesicht riecht schon genug durch die ganzen anderen Produkte. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Die Mascara hat mich enttäuscht. Also ja, sie hat Volumen gegeben, sie hat auch ein bisschen Länge gegeben, aber... Was ist das denn? Das ist mir einfach zu wenig. Das ist mir zu wenig. Und ich möchte ja einen schönen Look haben. Ich habe zwar keine weitere Limited Edition Mascara, aber ich habe hier eine in meinem Schminkschränkchen neben mir, wo ich meine Alltagsprodukte drin habe. Und da habe ich die L'Oreal Air Volume Mascara drin. Die gebe ich mir jetzt drüber, weil... Das ist mir einfach zu wenig. Ne? Ich möchte ja schon gerne Vara Voom Lashes. Boom. So habe ich mir das vorgestellt. Ne? Also das brauche ich heute auch einfach. Wenn ich so einen glowy Look habe und so, ich möchte eigentlich, dass meine Wimpern dann auch so abgehen wie ein Zäpfchen. Theoretisch könnte man den Look so stehen lassen, weil ja, ich jetzt ja eigentlich auch schon den Lipgloss von Too Faced drauf habe. Aber ich habe natürlich auch aus der Natasha Denona Reihe den nudefarbenen Lippenstift. Ich habe jetzt von diesem Plumping-Effekt ehrlich gesagt die ganze Zeit nicht wirklich was gemerkt. Ganz zu Anfang hat es ein bisschen, ne, dass es warm geworden ist, aber jetzt ist es einfach nur... Ja, ein Lipgloss, ne? Kann sein, dass der Long-Lasting ist. Der passt halt auch zum Look farblich. Aber ich werde mir jetzt diese Farbe hier einfach mal drüber geben. Das ist die Farbe I Need a Nude. Riecht ganz süßlich. Geht das da drüber? Weiß ich gar nicht. Müssen wir mal gucken. Oh la la, die beiden in Kombi ist natürlich eine richtig schöne Kiste. Weil dieses I Need a Nude halt dann auch noch dafür sorgt, dass die... Zähne etwas weißer aussehen. Und jetzt gucken wir uns das Gesamtbild mal aus der Ferne an. Ja, ist auf jeden Fall sehr schön glowy geworden. Ich habe jetzt noch keinen Schmuck drum, aber so wird dann heute mein Look sein. Ich finde es sehr schön, ich finde es sehr romantisch. Ich finde es aber auch nicht zu überladen, ne? Als ob ich jetzt zu viel Produkte im Gesicht hätte. Das auf gar keinen Fall. Also so finde ich das wirklich sehr tragbar. Sehr alltagstauglich und relativ schnell gemacht, wenn ich das mal so sagen darf. Ciao. Bis auf die Mascara hat mir eigentlich auch alles recht gut gefallen. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Schminkies. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!